Hallo ihr Lieben, ich bin wieder live. Das ist mein zweites Mal. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Mal schauen, wer hier jetzt eingeschaltet hat. Ich bin sehr froh, euch zu sehen. Doris, hallo Doris. Hallo Lena, gleich gehen wir live. Ich bin sehr gespannt, ich bin nicht so erfahren und bin total aufgeregt. Ja, ich bin sehr gespannt, was Lena zu erzählen hat. Ich werde sie jetzt gleich holen. Also, ganz kleinen Moment. Ja, klappt. Ich glaube, es klappt. Hallo Katja. Hallo Lena, es hat geklappt. Hallo, ja klar. Da war ich mir ganz sicher, dass das alles klappen wird. Prima, na, wie geht es dir? Sehr gut, sehr gut. Ich bin ganz gespannt jetzt hier auf den Abend und freue mich auch auf deinem Kanal jetzt mit live zu sein. Ja, ich freue mich auch. Wir kennen uns schon lange, aber ein paar Details von dir kenne ich noch nicht und ich will deine Geschichte hören. Ich würde damit anfangen, ich würde dich fragen, wie bist du zum Nähen gekommen? Du machst es jetzt ganz lange, aber wie hat es überhaupt angefangen? Ich stelle noch mal ganz kurz dich ein bisschen höher, dann bin ich nicht so abgeschnitten. Ich habe das Gefühl, ich bin abgeschnitten. So. Ja, wie bin ich zum Nähen gekommen? Eigentlich durch meine Söhne oder durch meinen ersten Sohn, der ist 2012 geboren und war einfach ein sehr, sehr großes Baby. Und ich konnte, als er ein halbes Jahr alt war, schon fast keine Bodies mehr für ihn kaufen, weil die alle so gemacht sind, dass die sehr, sehr kurz sind. Und er hatte immer einen sehr langen Oberkörper. Und das war tatsächlich auch das Erste, was ich versucht habe zu nähen, nämlich direkt ein Body. Ich habe das alles leichte Sachen wie Kissen weggelassen und hatte ich ganz früher mal bei meiner Mutter mitgenäht. Die hat eine alte, sehr gut gehende Maschine. Ich wüsste die Marke aber auch gar nicht. Da habe ich mal ein Kissen gemacht. Also ich hatte schon mal so zwei, drei Nähte getan. Aber ja, als ich dann selber quasi in der Kaufnot war, musste ich mir das erstmal alles selber beibringen, wie Kleidung nähen geht. Okay. Und dann? Ja, und dann war ich das erste Jahr zu Hause und hatte einfach viel Zeit und es war klar, dass ich erstmal nicht wieder in meinen alten Beruf reingehen werde. Da, Was war denn deine? also ursprünglich gelernt, ich habe verschiedene Sachen gelernt, aber wo ich zuletzt drin gearbeitet hatte, vor der Geburt, war als Logopädin in einer Praxis. Okay. Und es war nur ein Jahresvertrag. Also es war total klar, das wird gar nicht verlängert. Und dann war ich auch zum Ende hin auch noch schwanger. Also es war klar, ich bin da raus. Und ich war auch sehr, sehr froh darum. Da gab es so ein paar Dinge, die mir nicht gut gefallen haben. Und ich habe dann die Elternzeit, wie glaube ich, bei einigen Frauen ist das ja so eine Umbruchsphase. Und ich habe überlegt, was will ich denn jetzt eigentlich beruflich machen? So. Und habe nebenbei immer schon ganz viel genäht. Und dann dachte ich, ja, Mensch, meldest du doch einfach mal ein Gewerbe an und verkaufst das, was du jetzt nähst, in Läden. Also habe nach einem Jahr üben quasi schon angefangen, so Mietfächer anzufragen, wo man dann so ein kleines Stückchen Regal bekommt und einfach Babykleidung da mit reingehängt und dann verkauft. Ja, also die Elternzeit ist tatsächlich so eine Phase bei uns Frauen, wo wir uns ganz neu orientieren und haben die Möglichkeit, neue Sachen anzuprobieren und vielleicht unsere Leidenschaft auszuleben, oder? Würde ich so sagen. Also vorher war ich ja als Therapeutin tätig, was ein ganz, ganz toller Beruf auch ist. Aber es ist natürlich auch was anderes, wirklich handwerklich was zu tun. Also so diese Haptik vom Nähen, das ist ganz was anderes, als wenn man den ganzen Tag am Tisch sitzt und irgendwelche Karten hin und her schiebt oder Ja. ganz anders auch agiert mit seinem Körper einfach. Und das hat mir unheimlich gefallen und da
habe ich echt Blut geleckt, wie man so schön sagt. Und wollte das immer mehr. Also es war auch klar, ich will das nicht nur als Hobby machen, sondern direkt schon, ja, wie gesagt, nach einem Jahr im Grunde habe ich geguckt, wie ich damit Geld verdienen kann. Okay. Und wie bist du auf mich gestoßen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, meine ursprüngliche Not war dann, ich hatte ja angefangen, selber dann von dem selbstgenähten in Läden wegzukommen, hinzu, ich mache die Schnittmuster selber und erstelle E-Books und verkaufe die. Da habe ich ja schon viele, viele im Sortiment und auch da, also ich glaube, der Mensch entwickelt sich ja immer weiter und ich habe mich da dann von den ganzen Kindersachen und auch ein paar Accessoires mehr dahin entwickelt zu Frauensachen. Und da bin ich immer wieder auf das Problem gestoßen, der Ärmel. Es waren letztendlich nur Ärmel, die mich zu dir gebracht haben, weil ich immer wieder Ärmel ganz, ganz schlimm fand in der Schnitterstellung und dieses Problem hatte, wie kriege ich eigentlich die verschiedenen Kurven genau ineinander und was mache ich dann, wenn ich Passformprobleme habe? Und ich hatte ganz häufig irgendwelche Probleme. Ich glaube, mein erster Frauenschnitt war auch ein Schwangerschaftsschnitt, was ja auch noch mal schwieriger ist. Aber ich habe immer erst mal so gemacht. Ich war immer so Learning by Doing. Aber ich kam, wie gesagt, an einen Punkt, wo klar war, jetzt bin ich bei einer Thematik, da komme ich nicht mehr mit, mir das selber beizubringen. Da brauche ich einfach jemanden, der das ja gelernt hat und ich will das auch professionell lernen. Das war so. Das muss so 2017 gewesen sein, war so mein Gedanke. Und dann habe ich ganz klassisch recherchiert. Ich habe gegoogelt, was kann man denn da machen, was gibt es denn? Und hatte auch von einer Bekannten gehört, dass die online studiert hat. Und dachte so, ja, online studieren ist ja eigentlich ziemlich genial. Vielleicht gibt es das ja auch für Mode. Und ja, mir hat besonders gefallen, dass ich bei dir so verschiedene Module machen konnte, weil ich hatte ja dann auch noch relativ junge Kinder zu Hause und es war klar, ich muss mich da irgendwie zeitlich auch total organisieren. Ich möchte auch gar nicht irgendwo hingehen in den Unterricht, sondern anfangen, aber noch nicht das große Ganze. Das war mir zu viel. Also wenn da jemand gesagt hätte, ja, studier doch Modedesign, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Das ist mir erstens viel zu viel. Zu viel Inhalt, ich habe gar nicht die Zeit dafür und so. Hätte lauter Ausreden gehabt. Und dadurch, dass ich so anfangen konnte mit einzelnen Modulen, war ich deine Kundin. Also das war für mich genau perfekt. Das freut mich, das freut mich. Und seitdem haben wir uns viel näher kennengelernt. Du hast mich auch bei Fotoshootings unterstützt. Und jetzt auch, du bist auch Testerin unserer CAD-Software und auch eine Testerin, muss ich sagen. Sehr vielen Dank für deine Unterstützung. Sehr gerne. Und dadurch machen wir, aber das erzählen wir weiter zum Schluss. Also, Cliff. Bewahrst du dir noch ein bisschen was auf? Das ist gut. Und erzähle mir bitte, was du genau, also in welche Richtung du, du gerade erstellst. Ich sehe, du machst unterschiedliche Sachen. Also ich komme ja, du meinst jetzt so meine Inhalte, die ich kreiere oder was genau? Meine, in welche Art von Schnittmuster, also was ist jetzt dein kreativer Bereich? Also das interessiert mich sehr. Ich komme ja von den Kindersachen, weil wie gesagt, also da hatte ich ja selber Probleme. Und jetzt seit 2018 sind es mehrheitlich Frauenschnitte. Ich habe dieses Jahr im Frühjahr ja auch eine erste Kollektion herausgebracht. Ich fand das ganz schön, dass man dann Dinge auch einfach kombinieren kann. Und da gab es eine Entwicklung von wirklich sehr, sehr straighten Schnitten, so Fledermausarm-Shirt, was auch von der Schnittkonstruktion jetzt vielleicht nicht so hochtrabend ist, hin zu Dingen, die einerseits mehr Wissen brauchen am Nähen, aber auch an der Konstruktion. Das konnte ich dann ja bieten oder anbieten durch das Studium auch bei dir. Und es sind jetzt mehr Frauenschnitte, die eben auch mal Prinzessnähte haben, die haben Abnäher, die sind überhaupt aus Webware oder Viskose Stoffen hergestellt,
Die haben mehr Design-Details, sind weiblicher. Also weg von, ich würde sagen, wenn man auf meine Seite guckt, ist es immer noch sehr nordisch, so ein bisschen geradlinig und ja, unaufgeregt, viele Basics auch dabei. Aber jetzt im letzten Jahr kamen doch mehr so Sachen, wo man wirklich sagt, okay, da ist was Besonderes. Da ist eine besondere Naht, da ist noch ein Knoten dran. Das wird ganz anders genäht, als ich das sonst so kenne. Und ich mag jetzt mehr so diese Design-Details tatsächlich. Ja, ich glaube, ich war, wir haben über ein paar von deinen Schnitten schon mal diskutiert und ich fand deine Designs super, super weiblich. Also, und du hast da auch nur Kleidung. Ich habe gesagt, also wir haben, soll ich erzählen? Also ein bisschen, also ja, also Badeanzug habe ich von dir auch gesehen. Ein Jumpsuit auch. Oh ja, auf den freue ich mich schon. Ja, also Der ist ich. noch, da weiß noch keiner was von. Aber du darfst sagen, dass es einen Jumpsuit gibt. Design finde ich auch richtig genial. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Nächstes Jahr dann. Ja, ich mich auch, weil ich die Designs, die ich gesehen habe, ich dachte, sowas möchte ich auch haben. Perfekt. Und so soll es ja sein, ne? Genau. Und ich hatte eine Frage, was sind immer noch deine Herausforderungen? Was ist dein Ablauf und wo siehst du sozusagen, was treibt dich an und wo möchtest du hin? Okay, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich fange mal Okay. am Anfang. Was sind meine Herausforderungen? Ich habe das Gefühl, jeden Tag gibt es irgendwelche Herausforderungen und sei es nur, dass irgendwas falsch abgespeichert wurde oder ich irgendeine Datei auf einmal nicht wiederfinde in einer Cloud oder so. Ist mir Ja. auch passiert. Solche Sachen. Heute habe ich eine Kinderhose mal wieder genäht. Ich habe einfach mal wieder überhaupt genäht. Ich nähe ja sehr wenig, dadurch, dass ich so gerne konstruiere und gradiere. Und habe eine einseitige Paspeltasche genäht aus Sweatstoff. Der ist ja relativ dick. Und das hat mich herausgefordert. Also wenn es dann so klein und fummelig wird. Und so gibt es immer wieder kleine Herausforderungen, würde ich sagen. Und das ist ja auch das Schöne irgendwie am Nähen. Man kann sich auch Herausforderungen einfach nehmen und dann entweder probieren oder sich eine gute Anleitung dazu ansehen und dann ja Erfolge irgendwie haben. Und das finde ich auch so schön am Nähen. Ja. Und ja, wo will ich hin? Also nächstes Jahr wird es von mir auch einen eigenen Online-Kurs geben zum Thema Passformanpassungen. Also dieses Thema zieht sich einfach seit Jahren bei mir durch und ich merke, naja gut, nach zwei Kindern, mein Körper hat sich auch einfach verändert, ganz klar. Und ich passte ohnehin de facto nie gut, gerade in Hosen, aber auch in Oberteile aus dem Kaufhaus. Ich habe relativ lange Arme, langen Oberkörper und das ist nicht vorgesehen. So, und da muss ich ohnehin immer anpassen. Und natürlich muss ich meine Schnittmuster auch ein bisschen so machen, dass es da eine Norm gibt, dass möglichst viele reinpassen, aber es sind ja keine Maßschnittmuster. Und genau da wird dann mein Online-Kurs ansetzen, dass man eben so ein bisschen lernt, was kann ich denn tun, wenn ich jetzt einen super langen Oberkörper habe oder wenn der Brustabnäher nicht da sitzt, wo meine Brust ist. Also das ist ja auch genormt, wo der zu sein hat. Und wenn sie irgendwie, ne, also man einfach eine andere Form hat, muss man ja etwas an dem Schnitt ändern. Und das werde ich ein bisschen aufgreifen. Da bin ich gerade noch in der Erstellung und freue mich da dann nächstes Jahr drauf. Das Okay. wäre etwas, woran ich arbeite. Das ist prima, das freut mich. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Aber ich glaube, wie würdest du sehen, also, oder anders gesagt, also du hast dich mit unserem Schnittsystem vertraut gemacht. Hast du da sozusagen das gefunden, was du gesucht hast in Bezug auf die Passformanpassung? Oder wie würdest du das Also, ich kenne ja nicht alles, was Fashion Express anbietet. Ne? Ich habe ja nicht jedes einzelne Modul bei dir gekauft.
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich war auf deiner Seite. Du kannst mir mal sagen, ob es da was zum Thema Passformanpassungen gibt. Also was ich jetzt sagen kann, ist, ich arbeite ja auch mit deinem CAD-Programm und da gibt es ja die Möglichkeit, Maßschnittmuster zum Beispiel zu erstellen. Also, ne? Darum, nicht zur Anpassung, sondern dass sozusagen für jede Form praktisch die du deinen Grundschnitt erstellen kannst. Also Genau. das meinte ich, ob du das. Das kann ich mit dem Programm machen. Also ich könnte zum Beispiel anbieten, habe ich auch mal ganz kurz überlegt, ob ich sowas mache, wie ich biete Maßschnittmuster an, lasse mir die Maße der Kunden geben und mache dann eben ein Maßschnittmuster. Ist an ein paar auch technischen Hürden noch nicht weitergekommen. Vielleicht gibt es das eines Tages mal. Aber ich fand es. Also jetzt nicht massentauglich. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier die riesigen Massen anziehe, aber das ist cool, das zu tun. Und ich habe das zum Beispiel in meiner Familie sehr genutzt. Ja. Denen habe ich ja, angepasste Kleider genäht, jetzt auch im Sommer. Und für sowas ist das natürlich total genial, dass das geht. Ne? Mit dem selber Maße eingeben und dann hat man da ein Maßschnittmuster. Genau. Also das, was wir jetzt vorhaben, das würde ich jetzt sozusagen ein bisschen ankündigen. Also wir haben bis jetzt unsere Kurse sind, wie du sagst, zeitunabhängig, ortsunabhängig und jeder kann sie nach seiner Seite, nach seiner Möglichkeit sozusagen belegen. Es gibt aber, weil wir vor kurzem auch zertifiziert wurden nach AZAV, das heißt, Teilnehmer können sich jetzt fördern lassen mit einem Bildungsgutschein. Und es wird einen Kurs geben, jetzt am 10. Januar, Ankündigung. Das heißt Schnittkonstruktion mit CAD-Software, wo wir beide zusammenarbeiten werden. Und das hat aber einen bestimmten Anfang und ein bestimmtes Ende. Das geht über 10 Wochen, vom 10. Januar bis Ende März. Und da können Arbeitssuchende, die bisher eine unserer Kurse sich nicht leisten konnten, sich vom Arbeitsamt fördern lassen mit einem Bildungsgutschein, aber auch Selbstzahlende, die die Zeit haben über diese 10 Wochen, weil es wird also 3 Tage die Woche komplett online gehen, also zusätzlich zum Learning-Plattform, was die sozusagen bekommen. Auch es ist intensiv von 9 Uhr bis 14:30 Uhr an 3 Tage die Woche online über Zoom. Die Schnittkonstruktion per Hand und mit der CAD-Software kann man lernen. Und da werden wir beide zusammenarbeiten und diesen Kurs sozusagen aufteilen. Weil du auch schon so erfahren bist mit der CAD-Software, das werden wir sozusagen aufteilen. Und ich bin ganz gespannt, weil das ist das erste Mal, wo sowas passiert. Und es ist, ich glaube, der erste überhaupt Online-Kurs, der deutschlandweit angeboten wird, egal in welchem Bereich. Und Okay. ja, also Ja, nicht schlecht. Vor allem das Besondere ist ja wirklich, dass es da auch Unterricht gibt. Also es ist jetzt ja nicht so ein selbstgespulter Online-Kurs, wo man dann sich selbst irgendwelche Videos anschaut, sondern wirklich mit Unterricht. So, und das ist natürlich ja echt ein i-Tüpfelchen, weil man dann auch Fragen stellen kann und eigene Ideen einbringen kann und man hat einfach jemanden, mit dem man dann kommunizieren kann, während man lernt. Und das Ja. ist schon sehr cool, da freue ich mich auch drauf. Ja, das wird super. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es sind auch begrenzte Plätze. Man ist auf 12, also das wird eine kleine Gruppe sein. Und sehr, sehr gespannt, wie das laufen wird. Es sind schon ein paar Plätze besetzt. Ja, ich bereite mich auch vor. Also das ist wirklich ein ganz cooler Kurs. Genau, aber erzähl mal auch weiter, was du jetzt vor Weihnachten vorhast. Naja, jetzt gerade hier auf Instagram, wenn du das anspielst, ist ja
ein kleiner, feiner, sehr schöner Adventskalender online auf meiner Seite, Berlinerie Schnittmuster. Und jeden Tag öffnet sich da ein Türchen, was ein Adventskalender eben so ist. Und es enthalten dann verschiedene Inhalte von verschiedenen Menschen. Also ein paar Türen habe ich natürlich auch bestückt mit Inhalten von mir. Es gab schon zum Beispiel schon ein Freebook mit einer Beanie drin. Und oder so kleine Nähhacks, die sind auch jetzt immer noch online, die waren in Türchen 2 und das kann man sich dann einfach abspeichern und immer wieder angucken. Also ich werde das auch nicht irgendwie dann löschen oder so. Und genau, es gibt teilweise Gewinnspiele, es gibt teilweise Rabattcoupons für Stoffläden und so weiter und so fort. Und es wird ja jetzt zum Ende hin, am 21. auch noch ein sehr interessantes Türchen von dir geben. Genau, das freut. Das ist mein erstes Mal, wo ja. ich an so einem Adventskalender teilnehme. Das freut mich auch sehr drauf. Ja. Oh, ich werde jetzt noch nicht verraten, was ist das vielleicht, es sei denn, du möchtest das gerne. Ich Nein. kann sagen, es ist sehr, sehr cool. Ich würde das unbedingt haben wollen, wenn ich es nicht schon gelernt hätte. ja. Und ich kann nur raten, da immer mal wieder reinzugucken, jetzt die Tage, die noch übrig sind. So viele sind es ja nicht mehr bis Weihnachten. Ja. Und zu schauen, wann dann etwas von Fashion Express dabei ist. Ja, also Spannung, Spannung. Genau. Prima. Ich weiß nicht, ob du von mir was fragen, lernen möchtest. Also, wissen möchtest. Tut mir leid. Also ich bin total aufgeregt und ich bin, vielleicht nicht alle wissen das, dass ich kein Muttersprachler bin. Ich komme aus Griechenland und deshalb bin ich manchmal, habe ich so eine Sprachblockade. Ja, kein Problem. Och, ich glaube, das verzeihen hier alle. Ich finde, du sprichst total gut Deutsch und Deutsch ist ja auch keine leichte Sprache, wobei ich glaube, andersherum mit Griechisch ist es auch echt schwierig. Also wenn man da das nicht irgendwie schon als Kind gelernt hat, ich weiß nicht, weil ja auch die Schriftsprache komplett anders ist. Genau, ist ein anderes als von. Ja, genau. Was ich wissen wollen würde, ja klar, also da gibt es vieles, wie zum Beispiel auch, hast du denn auch mal zum Beispiel in Griechenland Mode gemacht? Oder ich habe mal gesehen, in deinem Lebenslauf oder so, du bist ja auch auf so Business-Seiten wie LinkedIn, glaube ich, oder Xing war das ja früher, gab es ja auch noch. Irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Da stand, meine ich, dass du auch in England mal was gelernt oder gelehrt oder praktiziert hast. Das weiß ich nicht mehr genau. Vielleicht kannst du das ja noch mal kurz erzählen. Ja, gerne. Also ich habe tatsächlich in England studiert. Ich habe Business studiert und dann habe ich einen Master gemacht in Arts Management in Education. Also wie man praktisch kreative und Designfächer als wie heißt es, als educational, oh mein Gott, jetzt bin ich zwischen Du den kannst es Sprachen. auf Englisch sagen und ich kann versuchen, es zu übersetzen. Naja, wie man sozusagen Bildungseinrichtungen im kreativen Bereich sozusagen managt und vertreibt, weil wir ursprünglich eine Modedesignschule in Griechenland, meine Großmutter hatte eine Modedesignschule in den 70er Jahren gegründet. Und meine Mutter, die auch Pädagogin war, hat diese Methoden, unser Schnittsystem und Designsystem und so weiter, hat sie das erfunden und patentiert. Und meine Schwester und ich, das war klar, dass wir in diesem Bereich, in diese Modeschule reinkommen. Das war in den 90er Jahren. Deshalb haben wir uns entsprechend ausbilden lassen und beide in England studiert. Ich habe auch unsere Methode in unsere Schule gelernt. Und dann, als wir in den 90er Jahren beide, meine Schwester und ich, zurück waren und habe angefangen, sozusagen diese Schule, Modeschule anfangen zu managen, war es uns klar, dass eine neue Ära kommt. Und es kamen die jungen Leute, die die Sachen aus der Stange hatten und keinen Knopf selber annähen konnten und gleichzeitig die Meister, die alten Meister, die waren entweder
pensioniert oder nicht mehr da. Und wir dachten, oh je, dieses schönes Handwerk stirbt aus. Und das war praktisch unser Antrieb, diese Online-Kursen zu entwickeln. Und wir haben damals, es gab die Möglichkeit, das war der Anfang dieser europäischen Kooperationen, und wir konnten europäische Projekte finanziert bekommen von der Europäischen Union mit, und da sollten da Kooperationen. Und da haben wir mit der Manchester Metropolitan University und mit der Fachhochschule Albstadt-Singmaringen uns zusammengetan und die in mehreren Sprachen digitalisiert und auch lokalisiert. Und die Gedanke war damals, dass wir das in der Klasse praktisch, also den Klassenunterricht helfen werden. Der Internet war gar nicht so weit. Aber als die Projekte sozusagen zu Ende waren und dann der Internet war immer wieder verbreitet, dann dachten wir, man kann das sozusagen als Selbstlernen, also aus komplett online machen auf eine Plattform. Dann haben wir weitere, also wir haben immer weiter solche Projekte gemacht. Auch da kamen französische Partner auch mit rein. Und wir haben gesehen, dass es so viele Möglichkeiten gibt für Leute, die praktisch zum Beispiel überhaupt, wie du sagtest, keine Möglichkeit haben für junge Mutter, für ältere Leute, die das immer lernen wollten. Und das war der Traum des Jugends und das sie nicht mehr geschafft haben. Oder für Leute, die arbeiten, aber nicht ihre Arbeit sozusagen lassen wollen, bevor sie sicher sind, ob das wirklich klappt. Und das, also, und Leute, die sehr weit weg von einem Zentrum, Modezentrum, wohnen und keine Möglichkeit haben, da, dort, wo sie wohnen, sich ausbilden zu lassen. Und aus diesen Gründen haben wir gedacht, okay, der Internet steigt, das ist die Zukunft. Und wir haben auch die Plattform weiterentwickelt und wir entwickeln uns immer noch weiter. Ich konnte kein Deutsch damals, gebe ich zu, aber ich habe einen netten Deutschen kennengelernt und der hat mich hierher gezogen. Und Abgeworben. ja, und genau, und am Anfang waren wir in Hamburg, dort habe ich Fashion Express erstmal gegründet, aber 2006, also Ende 2006, sind wir hier nach Berlin, Ransdorf, gekommen, und seitdem biete ich das online. Ich muss zugeben, am Anfang musste ich ganz viel erklären, was das ist, überhaupt einen Online-Kurs. Aber Glaube ich total, weil ich bin ja auch in so einer Online-Kurs-Bubble. Ich bin selber auch Teilnehmerin oder ja auch Anbieterin und überhaupt das Thema E-Books anbieten. Wenn man gewisse Generationen, die auch nur ein paar Jahre älter sind als ich, das erzählt, die verstehen das gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Und was ich sehr, sehr witzig finde immer, ist, dass wenn ich sage, ja, ich habe Modedesign online studiert, da fallen eigentlich alle vom Stuhl, weil sie das überhaupt nicht glauben können, dass sowas, was ja assoziiert wird mit Anfassen und Handwerk, dass das online geht. Und ja, ich kann nur sagen, es geht. Es geht sehr gut. Und ja, aber so denke ich, wird sich die Gesellschaft auch immer mehr ändern. Gerade jetzt durch die letzten 2 Jahre ist ja auch nochmal viel mehr online passiert. Es sind auch viel mehr Menschen überhaupt online gekommen. Und von daher wart ihr da bestimmt eine der Pioniere. Ja, das merke ich auch. Und inzwischen sind es nicht nur die jüngeren Leute, die das machen. Es gibt auch tatsächlich erfahrene Leute, reifere Leute also im höheren Alter, die auch sehr gut mit der Technologie und mit dem Internet klarkommen und haben jetzt die Möglichkeit, was sich einzueignen, ohne dass sie dann dafür sozusagen ihr ganzes Leben ändern, also den Alltag ändern müssen. Und das finde ich toll. Und ich finde es auch sehr mutig. Also es gibt wirklich ein paar Leute, die neue Anfänge machen. Und das finde ich klasse. Also ich bewundere wirklich die Menschen, die immer weiter sich entwickeln. Und das finde ich wirklich klasse.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Aber ich glaube, da ist man auch nie zu alt dafür. Das muss man einfach im Herzen haben, dass man sich weiterentwickeln will. Ich bin der Meinung, man entwickelt sich ohnehin immer weiter durch Leben, aber das kann meine verklärte Meinung sein, weil ich einfach hier mitten in Berlin lebe und jeder Tag Wandel bedeutet und Entwicklung und etwas anderes, Neues kennenlernen und einfach so eine pulsierende Stadt um sich herum. Ja, da ist mir natürlich klar, dass es da auch völlig andere Lebensentwürfe gibt, aber ja, vielleicht nochmal an alle, die jetzt auch zugucken, ein Appell über den Tellerrand hinausschauen, lohnt sich und ja, Modedesign online funktioniert total gut. Einfach mal probieren, einfach. Und das ist ja bei dir so gut möglich, dadurch, dass man das auch in kleinen Häppchen erstmal konsumieren kann. Ja. So, liebe Lena. Das war vielleicht ein gutes Schlusswort. Ja, ich danke auch. Also vielen Dank. Ich fand es sehr spannend. Ich habe sehr genossen mit dir. Ja, und ich freue mich jetzt auf unseren Kurs am 10. Ja, Januar. genau, 10. Januar. Also wer da interessiert ist, kannst ja auch noch kurz sagen, auf welche Webseite geht man da am besten oder gibt es irgendwo Informationen dazu? Also entweder in meine Bio hier auf Instagram gibt es der Kurs nach AZAV oder auf Fashion Express, www.fashionexpress.de. Weiterbildung, da gibt es auch diesen Link. Ah, gibt es auch Informationen. Ja, gut. Da gucke ich doch auch nochmal drüber, damit ich dann weiß, was die Leute, die dann im Kurs sind, eigentlich alles gelesen haben vorher, was für eine Idee die haben, was auf sie zukommt und dann treffen sie auf mich. Mal gucken, ja. Nee, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und allen, die hier auch dabei waren, herzlichen Dank. Und herzlichen Dank an die Einladung hier. Ich habe zu bedanken und ich freue mich, mit dir weiterzuarbeiten. Und schöne Weihnachten wünsche ich dir. Ebenso, ja, das unbedingt, genau. Und nochmal vorbeigucken, vielleicht bei mir auf dem Adventskalender, wer Lust hat. Na klar. Ne? Okay. Okay. Auf Bettineri-Schnittmuster vorbei. Genau. Okay, na dann, allen einen schönen Abend. Schönen Abend dir. Ciao. Ciao, ciao.